Morning in the morning, mitten in der Nacht, könnte man sagen, nein, mitten in der Nacht ist es nicht, aber ich habe entschieden, dass ich unbedingt jetzt doch schnell noch aufnehmen muss, weil ich lese immer wieder Kommentare von Leuten, bei denen das Event zurückgesetzt wird, so wie bei mir. Ich habe ja quasi den Spielstand von 2 Tagen. Ich sage jetzt hier einmal nicht danke, weil ich mache ein ganz schnelles Let's Play. Ich habe das von 2 Tagen verloren. Einfach so, das war alles weg, war gelöscht. Und das war bei ganz vielen Leuten so. Also ich habe schon Leute gelesen, die wirklich, wo ich auch weiß, dass die viel T-Cash immer einsetzen, die wirklich sehr viel verloren haben dadurch, ne? Boah, das ist so ärgerlich. Ja. Und dann gibt es tatsächlich sogar Leute, die haben noch nicht mal diese 25 T-Cash bekommen. Oh nein, System durchgespielt. So, warum mache ich jetzt ein Let's Play? Ich sag's euch. Moment. Züge weg. Oh nein, ich muss die Pilze. Oh mein Gott. Ich habe diese blöde Pilzaufgabe. Ja, schaffe ich nicht mehr. Ist doch logisch. So, ich bin nämlich kurz vor den 100 T-Cash. Und eigentlich wollte ich das morgen machen, aber jetzt habe ich mir überlegt, nee, alle verlieren ihren Spielstand. Was ist, wenn ich morgen das Handy anmache und es ist wieder gelöscht? Deswegen spiele ich jetzt. Deswegen spiele ich, nur deswegen, kein Witz, mal eben die 100 T-Cash holen. So, auf ganz schneller Basis, ne? Ach, die Musik ist einfach herrlich. Uff. Oh, jetzt ist aber... Oh. Nee, Rakete ist mir zu wenig. Kuchen! Yes, Baby! Jawohl. Ja, Kuchen wäre zu wenig gewesen. Muss mal eben gucken. 14 Züge ist halt auch nicht viel, ne? Da ist auch ein Kuchen. Oh, das ist nicht gut. Ja, da oben ist ein Kuchen. Wir machen das so und so. Und bäm! Ja, habt ihr das gesehen? Zack, zack. Jetzt müssen wir noch 6 Fotos machen. Bam. Und bam. So einfach geht das. Und wie viele Punkte haben wir? Ich will einfach nur die 100 T-Cash haben, bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich überlege, früher waren es 200 T-Cash immer. Ich finde das auch so armselig, dass sie es runtergeschraubt haben. Auf die Hälfte. Ah, das ist wirklich... Ich habe es geschafft. Das ist wirklich ganz, ganz arm. Ich muss nochmal einen Screenshot machen. Finde ich ganz läppsch. Also ganz ehrlich. So. 100. Ja, und jetzt geht's von vorne los, ne? Ja, jetzt geht's von vorne. Komm, 1, 2 Runden mache ich noch. Einfach nur so aus Spaß. Ich finde das so krass. Guck mal, ne? Wenn das weg ist, ne? Diese... Halt, dass ihr so viele Bomben und dies und das direkt am Anfang habt. Dann könnt ihr es eh vergessen. Also ganz ehrlich. Was wollt ihr dann noch groß reißen, wenn ihr das nicht mehr habt? Dann ist es eh vorbei. Dann ist vorbei. Ist halt echt so, ne? So. Boah, das war gut. Das war gut. Oh ne, das ist schlecht. Deswegen machen wir es so. Ja, mega.
Ja, 7 Fotos halt noch. 4. Fertig. Ja, ihr seht's bei mir. Also, es ist auf jeden Fall spielbar, das Event. Also, ich kann diesmal mich über das Event nicht so wirklich beschweren. Es ist auf jeden Fall okay. Also, es ist ja auch so okay, dass ich auf jeden Fall die 100 T-Cash gewonnen habe. Ich denke, wenn ich mich richtig reinhängen würde, würde ich sie auch nochmal gewinnen. Ja, doch. Ich denke schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich meine, den Farmpass würde ich schon gerne. Ja, den würde ich schon gern mal. Oh nein. Oh, ist das doof. Ja, prima. Den würde ich schon gerne vollenden. Aber irgendwie wird es nichts, ne? Weiß ich auch nicht, ob ich es überhaupt schaffe. Schwierig. Sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. So. Also ich habe Glück mit dem Event. Muss es. Oh! Hä? Ach, da unten. Ja, lol. Okay. War knapp. War knapp. Also muss man sagen. Das war ganz schön knapp. 112 mal 2. Also mit mal 2 ist natürlich auch krass im Moment. Ja, dadurch habe ich natürlich. Also Farmpass, wenn das Event jetzt nicht gekommen wäre. Ja, dann wäre auch wirklich wesentlich schlechter gewesen. Wesentlich schlechter. Oh, ja, kann man da oben auf jeden Fall die Megabombe machen. Oh nein, ey, das kann ich überhaupt nicht leiden. So mehrere Farben, wenn die so kommen und einfach noch zusätzliche Farben damit reinbauen. Oh, jetzt habe ich da einen roten oder was? Der eine rote verhindert, dass ich da was Cooles machen kann. Oh. Ja, was soll ich machen? Ey, das ist doch wohl. Ja, wisst ihr, was ich mache? Ich mache das jetzt so. Weil ich mache das so und so. Ja. War jetzt zwar ein Zug mehr als andersrum, aber manchmal geht es auch nicht anders. Ich habe ja genug Züge eigentlich. Oh, da oben ist blau noch. Gar nicht gesehen. Nein, wie kriege ich denn da unten den weg? Eine Bombe. Puh. Jetzt. Mein Gott, wie kompliziert. Wie kompliziert war das bitte? Und so wenig Punkte. Oder nee, 156 mal 2. Oh, das war gut. Das war gut. Direkt mal. Ching, 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 ching. Sehr schön. Das müsste ich wahrscheinlich auch direkt haben. Nee. Hö? Okay. Ich guck mal eben. Ich habe auf jeden Fall eine Stufe wieder geschafft. Aber ich muss eh bis Level 30 kommen, bis es das nächste Coole gibt. Also die nächsten Belohnungen sind halt alle nicht so toll, sage ich mal, ne? Das sind alles so Low-Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ja, deswegen bin ich ja nicht so wild drauf. So, mal gucken. Nochmal 50 Punkte, sehr schön. Mal 10, ja. 10 sind besser als 0. Nochmal 10. Na? Dann gucken wir uns mal die Belohnung an.
Ja, 10 T-Cash, ein Hammer. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Den Diamant auch. Das auch. Ja, 10 T-Cash halt, ne? Ja, ich will halt mindestens, wenn, also ich hab's eh schon bis, ich habe ja gesagt, wenn ich es bis zur Q schaffe, dann ist schon geil, weil ich dann wenigstens ein neues Emote habe. Jetzt natürlich der nächste Schritt wäre wirklich, ja, wieder bis zum Schwein. Und wenn ich das Schwein geschafft habe, ey, dann muss ich den Rest auch schaffen. Ey, komm, das wäre so cool. Die Landerweiterung, da pfeife ich auch mittlerweile drauf. Aber die Scheunenerweiterung, oh, die wäre so gut. Ja, echt, die wäre fein. Die wäre echt, echt toll. Kann man nichts gegen sagen. So. Machen wir einmal so und einmal so. Oh, wie kriege ich denn da. Oh, nein, wie kriege ich denn die Elefanten da? Oh nein. Warte mal. Boah, der eine Elefant ist ja immer noch. Ah ne, ist kein Elefant. Ist ein. Entschuldigung. Das ist ja was anderes. So. Boing. Ach so. Das müssen wir auch noch machen. So, geschafft. Ja, war eigentlich ein gutes Level. Gutes Level. Wie viele Punkte gibt das? 126. Sehr gut. Und ja, also ihr seht, ne, also die Punkte vom Farmpass, die kann man, also jetzt mit dem Event kann ich wirklich gut leveln. Ich habe zwar wirklich 2 Tage umsonst gelevelt, aber ich habe ja die Farmpass-Belohnungen wenigstens bekommen. Also es ist ja wenigstens so ein Mini-Trost, sage ich mal. Ja, richtig assi ist es halt. Ja, doch, muss man so sagen. Für die Leute, die den Farmpass nicht gekauft haben. Boah, was mache ich denn hier? Boah, ist ja richtig schlecht hier. Nee, ey, komm. Ich kann ja jetzt nicht nur oben die Dinger wegmachen. Oh. Ich muss jetzt mal hier, weil sonst. Ich kann nicht nur oben die Dinger. Das wird ja Katastrophe, dann weiß ich, dass ich das auf gar keinen Fall schaffe. Ja, schon besser. Schon besser. So. Die Leute, die den Farmpass nicht gekauft haben. Moment. Und dann gelevelt haben, gemacht und getan. Und dann auf einmal haben die einfach nichts mehr. Also die war natürlich richtig, ja, die Gelackmeierten. Die haben halt richtig Pech gehabt. Boah. Ja, ich sehe dich, aber. Ist gerade richtig schwer. Was soll ich denn mit dir machen? Ja, du brauchst da gar nicht so wackeln. Ich komme halt da unten nicht ran. 3 Züge. Oh, ich hab's geschafft, weil die einen gar nicht dazugehörten. Oha. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp und gut. Oh mein Gott. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Und direkt 2 Aufgaben vom Farmpass.
Ich habe einfach 27 Herzen, okay. So, 20 und 10 Punkte. Ja, guck mal. Also so ein bisschen vorankomme ich auf jeden Fall. Und das geht ja auch noch ein paar Tage. Das ist halt immer gut, ne? Am Anfang direkt hier. Ding, ding. Ja, wobei so immer so richtig übertrieben gut ist es auch nicht, ne? Also es kann auf jeden Fall hilfreich sein. Definitiv. Aber nicht immer. Man muss auch so ein bisschen Skill haben. Was ich natürlich habe, ne? Ist ja ganz klar. Nehmen wir Bomben. Oder Schießdinger. Ich nehme mal Schießdinger, weil da sind mir zu wenig blaue, oder? Doch, da sind blau, da sind blau. Ah, ne, grün. Grün. Ne, wir müssen die nehmen. Die richten mehr Schaden an. Ja, seht ihr? Jetzt habe ich nämlich nur noch das über. Wäre mit Bomben, wäre das nicht so passiert. Aber wir waren eben chinesisch essen. Und da esse ich ja immer diese Gambas. Boah, meine Hände stinken. Immer, ich war jetzt duschen und alles, aber die stinken immer noch nach Fisch. Aber richtig schlimm. Ich esse die immer. Man muss ja die Schalen abmachen, die Beine und alles, ne? Und ich esse da immer sehr viel von. Und ja. Kann man mal machen. Übrigens haben die Preise so krass angezogen. Also weiß ich nicht. Das ist so viel. So ein Tamtam, um mal essen gehen zu können. Ne, man muss ja dies machen, jenes machen. Und, und. Und die Preise. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ja. Wenn ich überlege, was heißt früher? Also vor der ganzen Sache. Wir gehen da ja schon seit. Boah, wie lange gehen wir da schon essen? Seit über 20 Jahren. Und jetzt so übertrieben teuer. Ich habe allein 15 Euro für Wein bezahlt eben. Wo ich mir auch so denke, ist okay. 15 Euro für einen Wein. So. Also sie haben alles Mögliche. Buffet, 3 Euro teurer. Der Wein. Ach, der ist fast doppelt so teuer auf einmal. Ah, das ist schon übertrieben. So. Und. 12.000. Also, ich sehe es schon kommen. Ich schaff es auch noch ein zweites Mal, die 100 T-Cash zu holen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe auch bestimmt 100 ausgegeben, um es zu schaffen. Wahrscheinlich sogar mehr. Klar, wahrscheinlich sogar mehr. Oh lol, das hat einfach gar nichts gebracht. Ich dachte, das bringt so voll viel. Aber nö. So viel hat es gar nicht gebracht. So, jetzt brauchen wir Blalalau. Okay, das war nix. Ich mache jetzt einfach mal grün weg. Genau, sowas habe ich nämlich gehofft. Geschafft. 19 Züge einfach noch. Was war das denn für ein Level? Ja gut, weil man am Anfang die Dings hat, ne? Das darf man nicht vergessen. Dadurch, dass man am Anfang diese 6 Teile hat, ist natürlich noch mal ganz anders. Ne? Dadurch ist es wirklich leichter. Ja. Jetzt natürlich mit doppelt Sternen. Ja, bist du auch natürlich doppelt so schnell fertig. Ist ja auch klar. Doppelt Sterne, doppelt so schnell fertig. Guck mal, bam und nochmal. Bam. Ey, allein das und nochmal. Wumm. Allein das war jetzt so ein krasser Move.
Ja, das hat jetzt schon mal viel gebracht. Normalerweise muss man ja von alleine erstmal dahin kommen. Oh, das ist schlecht. Eine Rakete will ich eigentlich gar nicht machen. Rakete ist doof. Und da kommt schon wieder Kaugummi, der nervt immer. Komm, blau zusammenführen. Blau und dann grün. Und weg. Da können wir gelb. Und gelb und boah. So. Jawollo. Ey, einfach richtig gut. Einfach richtig gut. Einfach ein Lauf. Ja, wie gesagt, ersten 2 Tage war natürlich mega doof. Also, ja, das hat mich auch geärgert. Das hat mich auch wirklich geärgert. Aber dafür läuft's jetzt, ne? Dafür läuft es jetzt. Könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch läuft? Ob ihr zufrieden seid mit dem Event oder dass ihr sagt, nee, schlimmste Event auf der ganzen Welt. Also wie gesagt, ich finde das Event eigentlich auch nicht cool. Aber ja, ich komme mit klar. Ich komme damit noch einigermaßen klar. So. Da haben wir eine Rakete. Rakete ist zu wenig. Guck mal hier. Hier haben wir jetzt einmal Rakete und einmal Dings. Aber es ist halt gelb und gelb haben wir nicht so viel. Guck mal, wir machen einmal das Blaue weg. Dann nehmen wir den, dann kann man alles wegmachen. Ja, ich würde sagen, so machen wir es, oder? Ja, ich muss auch manchmal ein bisschen angeben, oder? Also wenn ich es so einfach habe, muss man auch mal angeben. Und ich wette, es gibt wieder welche von euch, die haben das einfach schon 10-mal durchgespielt. Ich weiß ganz genau, es gibt ein paar Verrückte von euch, die haben einfach schon 10-mal die 100 T-Cash geholt. Und überlegt mal, vor kurzem haben wir noch 200 T-Cash pro Runde bekommen. Und jetzt bekommen wir einfach nur noch 100. Ja, ist auch eigentlich gemein. Oh nein, das sieht schwer aus. Ach, das ist ein echt. Boah, nee, das ist ein doofes Level. Jetzt muss ich hier überlegen. Soll ich denn mit Gelb machen? Megabombe, aber Gelb? Ja, wird ja nichts. Ist auch die letzte Runde. Danach. Oh, gelb. Grün. Mann. Ey. Komm, ich mach mal die Grünen weg. Ich muss da irgendwas machen. Oh, Mann. Das ist wirklich jetzt schlecht. Ich will nicht. Das Level nicht schaffen. Boah, das wäre so richtig bitter. Ja, ich muss T-Cash ausgeben. So will ich nicht davon gehen. Leute, ehrlich. Dafür bin ich nicht so weit gekommen.
Nein! Nein! Ey, das darf nicht wahr sein. Seht ihr, was ich meine? 25 T-Cash ausgegeben. Das geht manchmal so schnell, ihr merkt es gar nicht. Und dann sind diese 100 T-Cash am Ende sind einfach ein Witz. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach ein Witz. Ja. Einfach 25 T-Cash ausgegeben. Man merkt es halt nicht, ne? Es geht so schnell. Es geht richtig, richtig schnell. So. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Oh Mann, schade. Zack, zack, zack. Ja, also ihr seht, da kommt man relativ gut voran. Aber das war es dann auch. Ja, gut. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns dann morgen. Oh, schade, ich wollte das spammen. Egal, ich mache zwei Stück. Ich wünsche euch, ja, gute Nacht, ist ja Quatsch. Das Let's Play lade ich morgen hoch. Wie lange brauchen die Pilze? Oh mein Gott, ich kann es gar nicht mehr schaffen. Ich kann die Aufgabe eigentlich löschen. Oh mein Gott, das ist... Ach, na gut. Ich bin raus. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.